Mia, 3 Jahre, ist eine speziell ausgebildete Zollhündin und ihrer feinen Nase entgeht nichts. Zumindest wenn es sich um geschützte Tier- und Pflanzenarten handelt. Mia hat einiges zu tun, denn immer noch haben viele Reisende verbotene Souvenirs im Gepäck. Das Spektrum dabei ist groß. Es geht von der Einfuhr von verbotenem Kaviar, es geht um Meeresschildkröten, es geht um Elfenbein. Sie sehen ja hier auf der Präsentationsfläche, wie breit dieses Spektrum ist. Und es sind ja auch Dinge, die aus artengeschützten Produkten hergestellt werden, verarbeitet werden. Auch das bedarf der besonderen Aufmerksamkeit von Zoll und Bundesamt für Naturschutz. Zum Schutz seltener Pflanzen und Tierarten geht der Zoll auf die Suche und wird dabei erschreckend oft fündig. Wir hatten im vergangenen Jahr 1300 Beschlagnahmungen sofort an der Grenze. Und insgesamt haben wir in den letzten 5 Jahren rund 900.000 Exemplare an artengeschützten Dingen, die wir aus dem Verkehr gezogen haben. Für Mia ist die Suche nach verbotenen Urlaubsmitbringseln ein Spiel. Hat sie was gefunden, reagiert sie mit dem sogenannten Einfrieren. Das heißt, sie fixiert den verdächtigen Koffer. Mia hat Freude an ihrem Schnüffeljob. Allerdings wäre es schön und wichtig, wenn künftig weniger bzw. gar keine verbotenen Mitbringsel im Urlaubsgepäck auftauchen würden. Dafür sorgen soll eine jetzt neu überarbeitete Internetseite. Auf artenschutz-online.de können sich alle Reisenden detailliert informieren. Es gibt ja die schöne Aussage, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Und dazu ist unser Internetportal da. Sie können sich über die Länder hineinklicken, beispielsweise Ägypten, schauen dann, was gibt es hier für Produktgruppen. Das können sein Schildkröten, das können sein aber auch Korallen. Und Sie gehen dann weiter hinein und sehen zum Beispiel, wenn ich ein Korallenstück einer Steinkoralle finde, was nicht mehr als 3 cm Durchmesser und nicht mehr als Fingerlänge hat, dann darf ich das mitnehmen. Aber es gibt auch bestimmte geschützte Arten, Korallenarten, die sind dann mit Bildern abgebildet und davon muss ich in jedem Fall die Finger lassen. Mit der neu gestalteten Online-Plattform Artenschutz im Urlaub ist ein Anfang gemacht. Es wird aber wohl noch lange Zeit dauern, bis bedrohte Tier- und Pflanzenarten nicht mehr im Gepäck landen. Und so wird es mir bis auf absehbare Zeit nicht an Schnüffelarbeit mangeln.